Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Schöngeising. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Liebe Zuschauer, wir sind immer noch in Schöngeising diese Woche. Wir befinden uns auch immer noch im Bürgerhaus. Warum? Weil hier alles da ist, was in diesem Ort stattfindet, an Musik. Jetzt sind wir bei der Blasmusik in Schöngeising heute. Den Dirigenten kennen es mittlerweile schon. Das ist immer nur der Willi. Und der Willi ist anscheinend Allround-Talent hier in Schöngeising. Und hier wird gerade eingeblasen. Also wenn sich so einblasen anhört, dann weiß ich nicht, was die noch proben müssen. Ich lese gerade, das ist die Freude zur Musik. Darf ich mal unterbrechen? So, Achtung, sechs zu Gettes. Ich würde an dich das Zeichen weitergeben. Willi, wir kennen uns ja schon, gell? Ich würde also so das Zeichen machen. Jetzt sind wir bei der Blasmusik. Du machst alles, oder? Alles mache ich auch nicht, aber ich mache viel Musik. Wer ist denn jetzt eigentlich deine Frau, wenn ich das mal wissen darf? Was? Du bist die Frau? Gott sei Dank spielt der ja auch irgendein Instrument, oder? Weil sonst sehre sie eigentlich gar nicht, oder? Ja, aber so auf die Art und Weise relativ häufig. Aber wie ist denn das jetzt so, wenn er da ständig also den Takt vorgibt? Also ist das so schön? Also da haben dann du, oder? Man muss das richtig einteilen. Ach, so ist das, Willi. Hat sie zu Hause dann noch sagen, oder? So, jetzt haben wir das jedem Einzelnen in der Blasmusik schön geil gesagt. Er neben mir, den finde ich auch Wahnsinn, den sieht man gar nicht von lauter Instrument. Servus, du bist wer? Ich bin der Sepp. Sieht man den in der Kamera? Nein, gell? Da ist, schau mal, wenn du das mal wegen so zur Seite neigst, da war die Kamera. Das ist der Sepp. Sepp, wie lange bist du schon bei der Blasmusik? Ja, fast von Anfang an. Seit wann gibt es denn die Blasmusik? Seit 86. 86. So, seit wann bist du dabei? Seit 86, Gründungsmitglied. Gründungsmitglied? Was macht man als Gründungsmitglied? Sucht man sich da die richtigen Leute zusammen oder was ist die Aufgabe eines Gründungsmitgliedes? Gründungsmitglied hat keine Aufgabe, denn das werden wir halt immer am ersten Tag schon dabei ist. Freilich. Und wie bist du dazu gekommen, bist gefragt worden? Ja, mei, da hat man halt mal geheißen, wir machen mal eine Musik auf. Ja. Der Herr da vorne mit dem Taktstock war natürlich auch dabei. Wirklich? Und dann haben wir gesagt, gut, Feuerwehr wird langweilig, ja. Machen wir Musik auf. Und so ungefähr. Feuerwehr, Schützenverein, warum nicht, macht man Blaskapelle. Genau. Das ist auch ein. Sie sind doch die Bassdame. Ja. So, jetzt hat sie noch ein erotischeres Instrument. Immer das Exotische wollen wir, gell? Ja, immer was Ausfalles. Ist das eine Oboe? Nein, das ist ein Fagott. Ein Fagott. Aber ich hab mir jetzt nicht. Naja, doch, ich habe mich total getäuscht. Es ist ein Fagott. Wie kommen wir denn bitte zum Fagott in die Blasmusik? Ja, die tiefen Töne. Aha. Und. Und dann noch Bass spielen. Gibt es noch ein Instrument, was ausgefallen ist und was Sie spielen? Zwar nicht ausgefallen, aber Saxophon. Ach, das ist sehr schön. Ja, das ist die Erotik hier. So, da haben wir es da. So, Achtung, da ist, da ist dieser andere Schlagzeuger. Das ist der Franz von der Big Band. Wissen Sie, man muss in Schöngeising eins dazu sagen. Ja, die sind nicht zu Hause. Die haben kein Dach über dem Kopf. Die sind nur im Bürgerhaus und proben. So schaut es aus in Schöngeising. Und du bist jetzt der Schlagwerker dann bei der Blaskapelle? Nein. Nicht? Sitzt jetzt einfach so da? Ach, Ersatz? Ersatz. Ach, aber das kannst du auch noch? Ja, ich probier's. Freilich, das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ihr kennt alles ein bisschen, oder? Und jeder kann irgendwie ersatzweise mal einspringen. Du hast den Klang, das ist praktisch. Ja, das glaube ich. Ja. Wenn du mal keinen Bass hast, dann springt der ein. Oder wenn du keinen Schlagzeuger hast, dann übernimmt der das. Das ist natürlich flexibel, das ist immer gut. So, Hand hoch, wer spielt mehr als ein Instrument? Was ist denn hier in der ersten Reihe? Ha? Was ist hier? Soll das langen, euer Instrument? Das finde ich aber jetzt schon schwach in Schöngeising. Ja? Ich habe jetzt gedacht, ein Minimum sind zwei Instrumente. Ja gut, die fangen oft mit Blockflöte an und dann bleibst du bei der Querflöte. Aha. Da sind auch viele dabei, die haben mit der Blockflöte vielleicht einmal angefangen. Ach so, und dann ist es zum Blech gegangen, gell? Jawohl. Was macht denn Spaß in der ersten Reihe? Ja. Nicht wirklich was. Also mir war weiter hinten lieber, aber das habe ich bei der Instrumentenauswahl noch nicht bedacht. Ja. Blöd. Tuba gelernt, oder? Flöte, gell? Klarinette auch immer vorne, ja. Das ist halt schon, ne? Und die Mädels spielen alle gern Klarinette, gell? Ja. Woran liegt das? Vielleicht an dem Gewicht vom Instrument. Mhm. Ja, ich schaue jetzt weiter hinten. Na ja, stimmt schon. Ja, das sehen wir. Leichtes Werkzeug. Ja. Wir bloß ein wenig zusammendrehen, gell? Und dann geht's. Tun. Ja, ich weiß. Darf man den weichen Ton jetzt mal hören? Was hören wir denn jetzt, Willi? Jetzt hören wir einen Marsch. Und zwar hören wir jetzt den Marsch Freude zur Musik. Freude zur Musik, Blasmusik, Schöngeising. Ich bin raus aus der Nummer. Moment. Ich bin hier. Ich höre jeden Ton, Leute.
Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Schöngeising. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, hier ist also die zweite Reihe, gell? Da kann man immer alle schön von hinten beobachten bei der Blasmusik, gell? So ist es. Wie lange besetzen ihr schon dabei, Mädels? So 2000. Da hat es aber ganz kleine Wurzeln, oder? Mhm. Ja. 98. Hat Mama, Papa gesagt, mach was Gescheites. Bist du von der Straße weg, gehst du Blasmusik? Ja, nicht ganz. Das war meine eigene Entscheidung. Und wie die Irmi sagt, ich hätte, glaube ich, auch mich lieber in die hinteren Reihen gesetzt. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Begeisterung. Ich komme ein und du sagst jetzt... Ja! Du sagst jetzt einfach, es ist wahnsinnig toll, in der zweiten Reihe zu sitzen. Ja, die zweite Reihe ist super. Und Mama und Papa haben gesagt, mach was Gescheites und du hast dich total drüber gefreut. Genau. So, haben wir es doch. So, da haben wir 9. Servus, haben wir deri, Bursch. So. Und wie schaut's aus, das Leben in der Blasmusik? Wunderbar. Wunderbar. Jetzt mal einmal. 1, 2, 3. Wie ist das Leben in der Blasmusik? Wunderbar. Ich sag's doch, man muss ja ein bisschen pädagogisch vorgehen. Aber ist doch cool, oder? So eine Truppe. So alt und jung ist beieinander. Ja. Was lernst du von den Älteren? Das war jetzt eine Fangfrage, oder? Ist das eine gescheite Frau? Nee. Weil sie jetzt alle zuhören. Okay, so halt, man lernt Geduld, man lernt gute Töne, man lernt die Erfahrung mit dem Instrument. Musikalische auch. Ja? Seit wann bist du jetzt schon dabei? Jetzt in der Großen auch an die 10 Jahre, bald 10 Jahre. 10 Jahre. Machst du noch andere Musik? Nein. Nix? Ja. Es wird schon lange zu der Musik, oder? Nein, nur Blasmusik. Seit wann sitzt das hübsche Ding neben dir? Also schon immer? Na ja, jetzt. Also ja, aha. Und dann geht man gern gell, in die Probe. Sitzt du immer neben dem da? Nein, nicht immer. Sie ist auch ganz begeistert. Ja. Da ist ein neuer Schlagwerker. Was ist passiert, Franz? Ach, jetzt musst du wieder Posaune spielen. So, wer ist jetzt der Schlagwerker? Wer ist denn der Schlagwerker jetzt? Das ist der Georg. Und wer ist der Georg? Von dir einer? Ja. Ja, hätte er mir fast gewonnen. Das genetische Material. Achtung, bitte aufstehen. So schaut er aus, der Bursch. Wo kommst denn du jetzt her? Von der Arbeit. Von der Arbeit kommt er her. Das nenne ich mal Einsatz, gell? Und was kannst du alles für Instrumente? Nur Schlagwerk. Was ist denn los? Ha? Hat er nicht nur 5 andere von dir gelernt? Ich habe Gitarren gemacht, aber und Hackbrett nicht vergessen. Hackbrett hast du auch noch gelernt? Ja, absolut. So, jetzt kommt dein Einsatz. Das weißt du schon. Jetzt kommt was? Flott voran. Flott voran, kannst du das? Freilich. Jörg, sauber sage ich. Das ist die ganze... Achtung, ich darf nur Servus sagen. Das ist also Blasmusik Schöngeising. Gell? Thank you.
Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Schöngeising. Wechseln auch Sie.